Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update und vielleicht sogar, nicht nur vielleicht, sondern tatsächlich über Season 10 hinaus. Ich zeige euch eine neue Waffe, die vielleicht in Apex Legends kommen könnte. Eine Titanfall-Waffe auf jeden Fall. Es könnte auch noch ein anderes Item aus Titanfall kommen. Das Image wurde schon vor längerem in den Game-Files zum Spiel gefunden. Aber was viel interessanter ist jetzt erstmal zum Start von Season 10, ist die Map-Rotation. Der gute Structor, ein Dataminer, die meisten kennen den sicherlich, bestätigt, und das, was der meistens raushaut, das stimmt tatsächlich, es soll zum Start von Season 10, abgesehen von der ersten Woche. Ganz wichtig, die erste Woche ist außen vor, aber nach der ersten Woche, wir haben ja erstmal ein fettes Map-Update, World's Edge, und es wird wieder so sein, dass wir die erste Woche World's Edge only zocken können, und danach sollen alle drei Maps in der Rotation sein. Was ist das denn für eine richtig geile Nachricht? Es ist zwar nicht offiziell von Respawn bestätigt, das ist immer noch Fakt. Wir haben heute zum Sonntag sind die offiziellen 100%igen Patch Notes zu Season 10 noch immer nicht draußen. Wir waren es eigentlich mittlerweile in den letzten 2-3 Seasons so gewohnt, dass man knapp eine Woche vor Release der neuen Season dann schon die Patch Notes hatten. Aktuell, ich kann euch dieses Video, was ich hier oben verlinke, nochmal ans Herz legen. Dort betitel ich schon einige krasse Änderungen, die sehr interessant sind. Aber eine Dreifach-Map-Rotation, und es soll wohl so sein, zwischen 1 oder 2 Stunden rotieren dann die Maps immer hin und her. Und Split 1 und 2 sollte ja auch klar sein. Split 1 World's Edge, Split 2 King's Canyon. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, ich warte auf die 100%igen Patch Notes, und sobald die draußen sind, werde ich euch da auch auf dem Laufenden halten. Des Weiteren gibt es einen Deathstream. Den finde ich nirgendwo. Der fand irgendwann vor kurzem erst statt. Der wurde wahrscheinlich nicht offiziell veröffentlicht, sondern lief irgendwo wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen. Und dort wurde dieses Bild entdeckt. Und man soll aber dazu sagen, also man soll mit diesen Informationen sehr vorsichtig umgehen, denn was wir jetzt hier sehen, ist auf einem, ich sag mal, auf einer Trainings-Area, wo all mögliche Sachen getestet werden. Und dort sehen wir zwei neue Items. Also wir sehen erstmal einen Rucksack, wir sehen einen goldenen Rucksack, wir sehen Max, wir sehen Visiere und so weiter und so fort. Auch diese Schatzkisten sehen wir. Und wir sehen aber hier markiert, zwei Tools. Zum einen haben wir die Titanfall-Batterie. Ich mache das einfach mal ein bisschen größer und zeige euch das auch nochmal einzeln von verschiedenen Bildern, die ich von Google gesucht habe. Also das erste Kästchen weiter unten ist ein Arc-Tool. Das scheint eine Waffe zu sein. Und ich habe gleich auch noch Gameplay-Material für diese Waffe aus Titanfall. Und einmal oben diese Batterie. Diese Batterie tut in, macht nichts anderes als, ich glaube, Titan zu heilen. Ich bin in Titanfall absolut nicht konform. Ich habe nur erlesen, dass das eine Heilfunktion hat. Deswegen bin ich nicht ganz so sicher, ob diese Batterie tatsächlich irgendwann mal ins Apex-Universum kommt. Keine Ahnung. Aber diese Batterie wurde schon in den Game-Files gefunden, schon vor einigen Monaten. Aber aktuell kann ich mir noch nicht gerade so einen richtigen Reim dazu bilden, welchen Sinn diese Batterie in Apex haben sollte, weil wir ja unsere Schildzellen haben oder Batterien. Wir haben unsere Spritzen und unsere Medikits. Also wozu könnte vielleicht diese Batterie dienen? Wenn Titanfall-Kundige unter euch hier am Start sind, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht noch eine andere Idee habt. Ich aktuell auf jeden Fall nicht. Und jetzt kommen wir zum Arc-Tool. Das ist eine Waffe, sehr, sehr ähnlich, eine Energiewaffe, sehr ähnlich der L-Star. Sie hat keine Munition scheinbar. Man muss wahrscheinlich nicht unbedingt Munition finden. Sie hat unendlich Munition laut diesem Gameplay. Das aktiviere ich jetzt einfach mal hier. Ist aus, ich glaube, der Kampagne von Titanfall 2. Ihr seht, die hat einen Überhitzungsschutz. Und unten seht ihr in dem ganz normalen Overlay, dass die unendlich Munition hat. Ob die Waffe jetzt natürlich tatsächlich in Apex Legends irgendwann reinkommt oder nicht, keine Ahnung. Sie hat wie die Elster einen Überhitzungsschutz. Man kann eine Weile ballern, bis dieses Ding leer ist. Und dann wartet man einfach eine Weile, dann ist das Ding wieder, ich sage mal, runtergefahren. Und dann kannst du wieder losballern. Unendlich viel, wenn du die Überhitzung beachtest und hast unendlich Munition. Also wie gesagt, ob diese Waffe kommt,
das ist wahrscheinlich in ganz, ganz weiter Zukunft. Da bin ich mir relativ sicher. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, mal wieder was Neues zu entdecken, was in Apex Legends vielleicht noch in Zukunft kommen könnte. Das soll es schon wieder gewesen sein. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Spaß haltet. Einen Daumen da lassen, ein Abo da lassen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr neu hier seid und in Sachen Apex Legends nichts verpassen wollt. Und ich denke mal, vor Season 10 am Dienstag werde ich auf jeden Fall Montag nochmal streamen. Ich werde Dienstag in die neue Season streamen, wenn nichts dazwischen kommt. Das könnte tatsächlich passieren. Warum, weshalb? Dazu vielleicht später mal im Livestream, aber ansonsten warte ich jetzt noch auf die Season 10 Patch Notes und das wird wahrscheinlich dann das nächste Video sein, was es hier auf dem Kanal gibt. Das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.